Die Welt von oben sehen, schwerelos wie ein Vogel, und das nicht in einer dieser modernen Riesenröhren, sondern in einer kleinen Kiste. Ehrliches Fliegen, das geht beim Pfingstfliegen in Hessisch-Lichtenau. Rundflüge mit Propeller und Segelmaschinen für jedermann. Die Piloten des Luftsportvereins erfüllen nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Gästen den Traum vom Fliegen. Über den Wolken ist die Freiheit wohl grenzenlos sein. Für seine Leidenschaft geht er in die Luft, Werner Krause aus Lohfelden. Als Pilot erfüllt er heute den Besuchern den Traum vom Fliegen. Doch vorher Technikcheck an seiner Dornier Du 27, einem deutschen Militärflugzeug. Es war schon immer mein Wunsch, mal selber zu fliegen. In der Anfangsphase fehlt es natürlich auch am Geld. Es ist ja nur nicht allzu billig, den Flugschein zu erwerben. Aber damals, okay, war die Möglichkeit da. Und dann habe ich mir diesen Traum erfüllt. Und heute mit 78 Jahren fliege ich immer noch. Sie alle wollen heute hoch hinaus, das Abenteuer über den Wolken spüren. Aufgeregt, klar. Herz. Das ist ein Gefühl von Freiheit, ne? Man vogelfrei. Mike Weber und Freundin Patricia Schmelzer. Sie fliegt heute sogar zum ersten Mal. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Mit 150 km/h geht es nach oben, Hessisch-Lichtenau aus der Vogelperspektive. Ob Segelflieger oder Motorflugzeug, an diesem Wochenende kann jeder sein persönliches Flugerlebnis erfahren. Der Lichtenauer Luftsportverein macht es möglich zum 41. Mal. 30 Minuten dauert der Rundflug, die Eindrücke aus 300 Metern Höhe aber bleiben. Supergeil. Würde ich sofort nochmal machen. Ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall mal machen. Es ist immer wieder schön, mal seine Heimat aus der oberen Perspektive zu sehen. Auch Pilot Werner Krause ist am liebsten über den Wolken. 12.000 Menschen hat er schon in die Luft gehoben. Vor 46 Jahren habe ich mal das Fliegen gelernt. Und es ist mit das schönste Hobby, was es überhaupt gibt. Ich mache es gerne und ich fliege unter anderem, wie gesagt, auch diese Du 27. Ein sehr schönes Flugzeug, ein historisches Flugzeug, ein Oldtimer, ein echter Oldtimer. Wer auch hoch hinaus will, bei der Tombola werden auch in diesem Jahr wieder Freiflüge verlost. Morgen noch kann sich jeder in die Lüfte tragen lassen, beim Pfingstfliegen in Hessisch-Lichtenau. Bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen.